Willkommen zurück zu Folge 20 von Vampire's Dawn. Was bisher geschah? Wir besuchen den Luftkurort Uruya. Dort geht es natürlich schnurstracks ins lokale Freudenhaus, wo wir aufgrund knapper Geldmittel leider nicht auf unsere Kosten kommen. Unser Teilzeit-Gargamel Asgard entpuppt sich als chauvinistisches Arschloch, das Angst vor natürlich Katzen hat. Nach einem Erkundungstrip in die Jahrmarktstadt Tessa habe ich dann endlich die Shop-Mechanik gecheckt und unsere Party nun auch perfekt ausgerüstet, um uns den weiteren Herausforderungen zu widmen. Na, glaubt man's denn? Eine weitere Folge Vampire's Dawn hier auf dem Channel. Ich glaube, einige von euch hätten das nicht mehr für möglich gehalten. Und zu Recht. Ich bin ja jetzt schon 4 Jahre am Let's Play. Aber die lieben Kommentare, insbesondere von Oliver und Ralf, haben mich dann doch motiviert, euch nochmal mit neuem Content zu versorgen und dieses, wie gesagt, 4 Jahre alte Let's Play nun endlich zum Abschluss zu bringen, bevor auch die letzten meiner Zuschauer oder ich selbst an Altersschwäche verende. Es gibt einige Veränderungen. Ich werde da, glaube ich, im Laufe des Let's Plays auch dazukommen, euch da ein bisschen zu erzählen, warum es jetzt schon wieder so lange gedauert hat und warum es jetzt hoffentlich regelmäßiger was gibt. Auf jeden Fall, genau, wir befinden uns in Tessa, der Jahrmarktstadt, und mein Ziel ist es jetzt einfach, mich auch nochmal so ein bisschen mit der Mainline zu beschäftigen und der Main Storyline. Ich habe festgestellt, dass diesen Kampf absolviere. Ich habe ein bisschen nachgelesen, ich habe mich ein bisschen auch mit dem Spiel beschäftigt. Darüber hinaus, ich finde, langsam muss es mal weitergehen, weil diese Level-Eskapaden und diese Erkundungseskapaden sind alle vielleicht unterhaltsam, mittelmäßig unterhaltsam, aber ich möchte endlich dieses Spiel auch mal zum Abschluss bringen. Und dazu ist es halt einfach notwendig, dass wir mal mit der Main Storyline weitermachen. Genau. Es gibt allerdings folgendes Problem. Ich bin nicht besonders gut ausgerüstet und mit 19 ist das Level sogar noch relativ gering, das ich habe. Für die Aufgaben. Und ich muss mich mit ordentlich Items eindecken und das kostet sehr, sehr viel Asche. Deswegen, was ich jetzt gerade in diesem Moment mache, ist mich mit Blut einzudecken, indem ich die beiden Zauberinnen und den Räuber mal komplett ausnuckele. Um dann letzten Endes genügend Blutpunkte zu haben, um ein paar organisatorische Dinge hier noch weiter zu erledigen. Denn ich muss mich mit verschiedenen Dingen eindecken, um den nächsten Dungeon zu bestehen. Eines davon sind Antikrankheitsserien oder irgendwas anderes, was den Status Krankheit heilt. Denn die Gegner, auf die ich treffe, das haben wir auch schon in der vorigen Folge gesehen, das sind die Gruftzombies, die machen Krankheit. Und Krankheit ist eigentlich der Giftspell hier, der zieht mir also kontinuierlich HP runter. Wenn ich aber nicht genügend Heil-Items habe, um dem entgegenzuwirken, habe ich einfach, ja, die Arschkarte gezogen. Und das heißt, irgendwann Gegengifte oder sowas, sind leer und ich kann nicht mehr kämpfen. Das wäre nicht gut, und da bekannterweise die Encounter Rate in Vampire's Dawn alles andere als menschenfreundlich ist, brauche ich einfach eine Menge dieser Tränke, dieser, ja, Items. Ich würde daher Folgendes vorschlagen. Ich nutze wieder den Fledermausmantel, um mich wieder zurück zu meinem heißgeliebten Schloss zu begeben. Und dort würde ich dann einfach mal noch ein bisschen Silber wegbringen. Auch hier gibt es einen Spell, das habe ich auch nachgelesen. Level 25 steht er mir zur Verfügung, wo ich dann endlich das Ganze abkürzen kann. Wo ich halt nicht immer stundenlang Dinge von A nach B schleppe. Oder Silberbarren von A nach B schleppe. Oh, und dann steht uns bald auch noch ein Level-Up, ein rundes Level-Up mit Level 20 im Haus. Ins Haus. Steht das im Haus? Ins Haus? Steht uns bevor, mit dem wir wieder neue Zauber bekommen. Vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Was ich auf jeden Fall jetzt aber auch erstmal mache, ist mich auf den Ice Dungeon wieder zurück zu begeben. Insbesondere in die obrige Stadt. Denn auch hier habe ich nachgeforscht und ein bisschen herumexperimentiert. Ich hoffe, ihr seht mir das einfach nicht nach, dass ich euch diesen langweiligen Kampf gegen diese Eismagier erspare. Denn das ist wirklich nicht mehr spannend, zu sehen, wie ich abermals und abermals verschiedene Dinge ausprobiere mit einem und demselben Gegnertyp. Dementsprechend habe ich den Herzschutz mal ausprobiert und meines Verständnisses nach schützt das vor der Lähmung, die diese Eismagier hervorrufen. Es ist nicht der Eisring, weil es eigentlich kein Eiselement-Spell ist, sondern dass es einfach ein Lähmungsspell ist.
so der Seiteneffekt. Das ist meine Theorie und ich nehme auch einfach mal an, und das habe ich nicht validiert und nachgeprüft, dass ich auf diesem Eiskontinent nun, oh oh fuck, mir geht langsam die Energie aus. Okay. Das ist jetzt vorbei. Okay. Das habe ich nicht überdacht, weil das wäre nicht so smart gewesen, wenn ich jetzt plötzlich ersoffen wäre. Aber ja, ich kann den Fledermausmantel nutzen. Dafür habe ich mir jetzt ordentlich was aufgetankt. Ich gehe mal in die nördliche Stadt auf dem großen Eiskontinent und versuche dort einfach mal einen Itemshop zu finden, der mich versorgt mit eben diesen Krankheitsheilungs-Items. Damit ich dann irgendwann auch meine wild gewordene Freundin Frau wieder einfangen kann. Oh, Hund! Bei der Sichtung meines, also ich habe mir die alten Folgen einfach nochmal angeguckt, mich genauso wie ihr durch mein eigenes Let's Play gequält. Und ich meine, ich habe irgendwas gesehen, was ich vergessen habe. Das habe ich natürlich jetzt wieder vergessen, wo genau das war. Okay, hier war es scheinbar nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Oh, okay. Naja, irgendeine Schatztruhe hatte ich übersehen. Und hatte ich mit ihm schon gesprochen? Hallo. Aha, ich glaube noch nicht. Die Klippe können wir uns also mal anschauen. Ich hätte jetzt ganz gerne einen Itemladen, wie gesagt, um mich mit diversen Items auch einzudecken. Genau, was hat sich verändert? Man sieht es vielleicht am Hintergrund, ich bin wieder umgezogen. Und das nicht etwa, wie ihr denkt, um vor der Polizei zu flüchten, das habe ich noch nicht nötig, sondern einfach, um meine Pendelstrecke zur Arbeit zu reduzieren. Ich brauche jeden Tag eine einfache Strecke, eine Stunde Zug gefahren, hin und auch zurück. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr mir das auf den Sack gegangen ist. Jede Stunde, jeden Tag 2 Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Verspätungen, danke an die Deutsche Bahn, zu verbringen. Das ist das, was ich suche. Antikrankheit heilt etwas im Körper. Und weil ich, genau. Ich verkaufe jetzt einfach mal ordentlich Silberbarren und kaufe mir davon einfach mal 30 Stück. Scheint ein bisschen exzessiv zu sein, aber sie haben auch Heilung dabei. Sollte also unterm Strich klappen. Perfekt. Was ich jetzt nochmal mache, was jetzt so ein bisschen weird klingt, ich fahre jetzt wieder zurück zum Schloss und ich investiere den Rest in Blutfiolen. Es kann sein, dass ich jetzt natürlich wieder den kompletten Weg umsonst gegangen bin, aber das ist mir jetzt alles egal. Ich mache jetzt einfach so, ich bin jetzt im Erledigungsmodus und dann gehe ich zurück zu meinem Schloss und hoffentlich schaffe ich es dann auch noch zurück rechtzeitig in die Stadt Melsan. Genau, ihr seht auch, meine farbigen Lampen sind weg. Die habe ich dann in mein neues Wohnzimmer gepackt. Vorher habe ich in einer Einzimmerwohnung gelebt, mit einem riesigen Zimmer. Jetzt habe ich 2 etwas kleinere Zimmer. Sitze also jetzt, wie man auch in dem Bett hinter mir, glaube ich, unschwer erkennen kann, in meinem Schlafzimmer, wo sich auch mein Rechner befindet. Und die farbigen Lampen sind ins Wohnzimmer gelandet. Bis ich also beim Black Friday ordentlich Kohle ausgebe und Amazon leer kaufe, müsst ihr ein bisschen auf die Atmosphäre verzichten. Dafür seht ihr mein mittelmäßiges Gesicht besser. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Oh, das wird knapp nach Melsan. Nein! Okay, das wird sehr knapp. Ich will es zumindest aus dem Schloss rausschaffen. Ah, fuck, das wird nichts, oder? Fuck. Das wird jetzt sogar noch spannend. Geil. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Es ist jedes Mal das Gleiche. Okay. Melsan. Jetzt bin ich plötzlich auf einem anderen Screen angekommen, als ich sonst immer tue. Gut, dann geht's jetzt hier rein. Dort verkaufe ich. Dann gehe ich gleich zu diesem Vampirladen, wo ich mir die Blutfiolen kaufen kann. Da kann man nämlich nicht verkaufen. Auch eine interessante Mechanik. Super. Was mache ich denn da? So. Weg damit.
zwei Blutflaschen. Ich kaufe noch zwei Blutfiolen. Zwei Haifiolen. Und ich müsste dann, also ganz ehrlich, dann bin ich einfach auch mal ausgerüstet und lasse das Ganze mal auf mich zukommen. Wo kommt's jetzt? Wo geht's jetzt nochmal raus? Genau. Also ja, beruflicher Umzug. Näher an meine Arbeitsstelle. Und das bedeutet einfach, dass ich 2 Stunden am Tag mehr Freizeit habe, die ich zum Beispiel auch in Let's Plays investieren kann. Bin also kürzlich umgezogen, hab mich sehr gut eingelebt in meiner neuen Heimatstadt. Und bin froh, einfach mal mehr vom Tag zu haben, um Braunbären und Goblins massenweise abzuschlachten. Also all die Dinge, die man so tut in seiner Freizeit. Ich hoffe, ich kann Aisha finden. Wer sich erinnert, das war die Frau von Valna, die sich dann doch in ein, wie soll ich es ausdrücken, mittelmäßig attraktives Monster verwandelt hat, das die gesamte Stadt Tradan in, inklusive meiner neuen Freundin Yaffi, in Zombies verwandelt hat, beziehungsweise entweder alternativ in Blutlachen oder in Zombies. Alles, was sonst noch so Spaß macht. Gut. Passiert halt. Triftiger Trennungsgrund auf jeden Fall. Und da sind wir. Ich mach's jetzt folgendermaßen. Hier gibt's diese Skelette. Diese Skelette geben, glaube ich, normale Seelen, aber nicht besonders viele Erfahrungspunkte und sie sind einfach, wie der Amerikaner sagen würde, ein Pain in the Ass zu besiegen. Deswegen ich jetzt einfach mal sage, das ist ein Problem für mich zu einem späteren Level. Genau. Und das sind die Gruftzombies, die Krankheit bei mir verursachen. Ich habe leider das Problem, dass ich kein Blutsaugen nutzen kann. Ich glaube, keiner der Gegner, der sich hier befindet, hat Blutreserven, was es einfach sehr schwer macht. Bedeutet also, dass ich mich mit Blutfiolen irgendwie arrangieren muss. Was ja gar nicht so einfach ist, weil der Gegner, ja, da ist die magische Krankheit. Und ja, ich würde Alain dann einfach mal zur Schmerzmittelverteilerin, zur Ibuprofen-Queen befördern. Genau. Nicht besonders schwer zu besiegen, gibt auch normale Seelen und ordentlich Erfahrung. Also das ist schon mal ganz gut. Aber auch hier, die Encounter-Rate ist leider alles andere als hilfreich, um schnell dieses Level zu navigieren. Darüber hinaus, ja. Nebenbei habe ich auch noch eine Runde Zelda Twilight Princess Let's Play. Das ist immer noch ein Let's Play, an dem ich auch Interesse habe, es irgendwann mal fertigzustellen. Nur auch hier das Problem, die Zeit. Und es ist halt immer so ein Mammutprojekt. Also ich nehme mir ja nicht diese Projekte vor, die man irgendwie in 3-4 Folgen absolviert, sondern das sind halt immer abendfüllende Veranstaltungen. Und wenn ich mich dann auch noch dumm anstelle, wie ich das des Öfteren tue, ist halt leider das Problem, dass es sehr schnell in die 50, 60, 70 Folgen reingeht, die ja auch ihre Zeit zum Produzieren benötigen. So viel dazu. Ich würde es wieder folgendermaßen machen, dass ich, wie auch bei den anderen Folgen, Kämpfen überspringe. Denn, wie gesagt, ich habe nicht viele Blutkonserven, deswegen lohnt es sich für mich eigentlich nicht, Zauber einzusetzen. Was ich ehrlicherweise auch einfach den größten Nachteil an diesem Spiel finde. Denn man hat keine Möglichkeit, also meine Blutpunkte sind ja auch meine MP. Und in diesem Dungeon, wenn ich keine Möglichkeit habe, MP wieder zu regenerieren, ist es einfach so, dass ich mir zweimal überlege, ob ich einen Zauber mache. Und eigentlich komplett drauf verzichte. Deswegen werde ich diese Kämpfe ab jetzt, diesen habe ich erfolgreich mit Gelaber überbrückt, aber auch überspringen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So.
Genau. Ich bin jetzt wieder mit der Blutheilung am Start, um meiner Party dann doch noch ein paar Lebenspunkte zu kredenzen. Und ja, hier sieht man einfach das Problem. Was haben wir hier? Einen Schattenring erhalten. Na, da bin ich ja doch mal gespannt, was der mir bringt. Schattenzauberschutz, Totschutz. Ich habe einfach das Problem im Moment weiterhin, dass die Charaktere, die Gegner mir noch ein bisschen zu stark sind. Ich versuche das Beste zu machen draus. Oh, jetzt habe ich mal Glück mit der Encounter Rate. Ja. Ich hatte letztens 3 Gruftzombies und hier ist der Nachteil, das hat meine Party schon ordentlich zersetzt. Weil ich glaube auch, die sind gelevelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die in der unteren Etage machen auf jeden Fall einiges an weiteren Schadenspunkten. So, ist natürlich gut, dass die dumm sind und Aska jeweils doppelt mit... nein, scheiße, das wollte ich nicht. Ja, aber man sieht's, 25 HP werden abgezogen mit einem einzelnen Angriff. Und ja... Das ist einfach eine ganze Menge. Deswegen gehen gerade auch meine Heil-Items aus. Naja. Das Einzige, was ich tun kann, ist regelmäßig mit der Hilfe von Schmerzmitteln entgegenzuwirken. So langsam sollte meine Party sich auch Richtung Level 20 orientieren. Und ich glaube, was ich gleich mal machen werde, ist, nachdem ich quasi einmal den unteren Floor erkundet habe, mich, glaube ich, wieder zurückzuziehen. Und zurückzufahren Richtung... Aha. Oha. Ich dachte, ich hätte jetzt nur mit Gruftzombies zu tun. Jetzt gibt's auch Skelette. Und hier haben wir das Problem, dass die eine sehr gute Verteidigung haben. Ich keinen besonders guten Angriff habe. Und sie haben diese Rotierattacke, die mir... nochmal ordentlich meine HP zerbastelt. Also, ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und das liegt auch einfach daran, weil ich einfach der Meinung bin, man hätte das schöner lösen können. Man hätte eine Art progressives Level-Up-System zu haben. Ich finde es immer schwierig, wenn Spiele eine Phase haben von mehreren Spielstunden, die ausschließlich aufs Grinden bestehen. Und ich spiele gerade parallel so für mich nebenbei Octopath Traveler und das ist das Gleiche. Man hat einfach mal 8 Level lang, wo man eigentlich mit seiner Party nichts Vernünftiges anfangen kann. Und bevor man dieses Level nicht erreicht, geht's nicht weiter. Ist man zu schwach, vielleicht wenn man ganz viel Mühe investiert und ein richtiger Pro-Level-Spieler ist, weil er ist übrigens Level 20, sehr gut, kriegt man das hin, mithilfe von Taktik und Tiefgang. Wer diesem Let's Play folgt und meinen Spielen folgt, weiß, dass das nicht immer meine Stärke ist. Reutrasäbel haben wir ausgerüstet, ist leider nicht hilfreich jetzt in dieser Situation. Ich nutze mal Aska weiterhin, um ein bisschen Blutheilung zu spawnen. So, und jetzt lohnt es sich schon wieder, die Blutflasche gekauft zu haben, weil davon nehmen wir jetzt einfach mal 2. Und ja. Oh. Das nenne ich mal eine richtig geile Runde. So, jetzt aber. Ich hätte noch gern Level Up. Zum Beispiel für Elaine. Super. Aber genau das ist meine Sorge. Ich bin quasi jetzt einmal komplett aufgeschmissen. Und ja, ich kann halt meine Blutheilung weiter spawnen nach jedem Kampf und damit Asgars Blutpunkte kraftvoll nach unten wirtschaften. Bei der Schatztruhe war ich schon. Jetzt gehe ich mal nach links weiter. Na. Die Schatztruhe, die ich da eben gesehen habe, überspringe ich mal. Oh, das ist bitter.
Okay. Jetzt. Wen als erstes? Ich glaube tatsächlich den Gruftzombie, weil der macht diese Krankheitsgeschichte, die potenziell nochmal zusätzlich wehtut. Sehr gut. Ist egal. Elaine braucht kein Herz. Ja. Und die Idee mit Elaine's Evasion war einfach eine gute. Sie da so ein bisschen auf diese Richtung zu skillen, weil ganz oft ist es einfach so, dass sie diesen Attacken ausweichen kann. Ja, das schaffe ich jetzt so. Sehr gut. Vielleicht ist das etwas, worauf ich auch einfach, worauf man dann skillen kann, auf Geschick, auf Ausweichen. Weil doch sehr viele der Gegner einen physikalischen Angriff haben. Wer weiß. Ich versuche jetzt also in Folge 20 den taktischen Tiefgang reinzuholen. Vielleicht ist das ja was. Aha. Jetzt ist auch Asuka auf Level 20. Ich nutze dann direkt auch mal die Blutheilung, um meiner Party noch ein bisschen was herzustellen. Top. Klasse. Gruftzombie. Ich guck gleich mal, wie weit auch Balner von dem nächsten Level entfernt ist. Ja, noch 1600 ungefähr, roundabout. Also es geht jetzt eigentlich fix. Ich frage mich halt, wann dieser Dungeon so eine Selbstverständlichkeit wird. Ne? Also wann man wirklich sagen kann, so Kämpfe wie diese tun halt nicht mehr weh. So, Asuka hat's erfolgreich zermöbelt. Das heißt, ich darf den Trank der Ewigkeit verwenden. Nee, ich mach das anders. Ich mach eine Haifeode auf Balnar und den Trank der Ewigkeit auf Balnar, weil Elaine vorher dran ist. Ja, auf jeden Fall ist das alles echt kacke. Denn diese Gegner setzen mir doch stärker zu, als ich mir das wünschen würde. Ganz ehrlich, das macht gerade nicht so viel Spaß und es macht auch meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Denn je nachdem, wie lange dieser Dungeon geht und mit dieser grauenhaften Encounter-Rate, die ich hier habe, ist das einfach ein sinnloses Unterfangen. Und ich nutze jetzt mal die Fähigkeit Zuflucht, um mich in Asukas Schloss zu teleportieren. Obwohl, noch bin ich noch nicht am Ende wie soll ich es ausdrücken? At my wit's end. Eine Blutflasche habe ich nämlich noch und kann mir die Blutheilung nochmal gönnen. So. Jetzt bin ich wieder vollständig. Hier komme ich her. Wenigstens muss ich mir um meinen normalen Seelenhaushalt keine Sorgen mehr machen. Oha. Okay. Ich fliehe. Nein! Okay, das wird jetzt nochmal eine ordentliche, rasante Achterbahnfahrt. Yes! Danke sehr. Und dafür nur 260 Erfahrungspunkte. Frech. Mindestens eine Blutviole, die ich dann sofort auch investieren kann. Das war also sehr sinnvoll, jetzt hier hin zu rennen. Okay, Fähigkeit, Valna. Valna kann den Fledermausmantel. Und ich habe gehört, dass dieser Fledermausmantel mich vor random Encountern schützt. Ich fliehe dann lieber mal in Schande. Gut. Ich hoffe, der Timer geht währenddessen nicht weiter. Top. Hier war ich, glaube ich, noch nicht.
68 HP? Was ist das denn bitte? Der hat eine... Dieser Gegner hat eine sehr, sehr besorgniserregende Critical Rate. Und ich leider auch irgendwie keinerlei Gegenmittel dagegen so richtig. Okay. Jetzt noch ein Schalterrätsel. Top. Und zwei Skelette. Nee, komm, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Bitte, bitte. Okay, das ist scheinbar ein Schalterrätsel. Nicht so unbedingt das, was jetzt meinem Gusto entspricht. Müsste doch irgendein akustisches Signal hören, oder nicht? Na komm, den Gruftzombie, den hau ich kaputt. Aha! Das ging schneller als gedacht. Nee, komm. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Okay, das eine Skelett mache ich noch und dann, glaube ich, ist mein hübsches Abenteuer in dieser Episode auch erledigt. Auch hier war leider wieder nicht viel Content zu sehen, es tut mir aufrichtig leid. Im Moment scheint aber auch dieses Spiel in erster Linie aus, wie soll ich es ausdrücken, aus ständigem Rumgelevel, ständigem durch die Gegend rennen und ständigem besiegt werden von zu starken Gegnern zu sein. Das ist also etwas, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Und ich glaube, was ich einfach mal machen werde, ist jetzt einfach mal leveln und mich besser ausrüsten. Ich nutze die Fähigkeit Zuflucht dafür. Oder auch nicht? Das war ein Schritt! Okay, ich gehe jetzt mal zurück. Ich versuche irgendwie den Weg zurück zu schaffen. Das wird jetzt nochmal ein bisschen... Es ist eine... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist... Vielleicht sollte ich es einfach mal probieren. Gut. Ich versuche es jetzt irgendwie so zu machen, dass ich mich hier rausbewege aus diesem Dungeon und nochmal regroupe. Wenigstens scheint das mit dem Fliehen nun besser zu funktionieren. Verstehe das nicht. Ich dachte, diese Zubat-Höhle in Pokémon wäre schlimm. Aber die hat absolut nichts gegen diesen Dungeon. Gut, das Ding war jetzt platt. So. Aha. Okay. Zweimal Eisstaub, immerhin. Das war jetzt Zufall. Das Glück des Tüchtigen. Okay. Ich hoffe, das hat keine negativen Folgen, dass ich hier die ganze Zeit wegrenne von den Gegnern. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe langsam keine Items mehr und ich habe auch langsam auch keinen Bock mehr, mich mit diesen Gegnern auseinanderzusetzen, weil es immer das Gleiche ist.
Ich glaube, man merkt, dass ich gerade nicht so wirklich Spaß an diesem Spiel habe. Denn dieser Encounter Rate ist mir einfach zu hoch. Man kann sich kaum fortbewegen, ohne dass man von Skeletten jedweder Couleur kräftig, nicht Skeletten, ja Skeletten oder auch Gruftzombies jeglicher Couleur verprügelt wird. Und das ist halt etwas, ich finde, wenn man einen Dungeon sich vornimmt und man ist schon Level 20, das empfehlende Level war Level 17, wo ich mir auch hier denke, ist vielleicht jetzt nicht das richtige Level dafür. Weil ich habe mit Level 20 Probleme. Es kann natürlich an meinem mittelmäßigen Spielstil und meinen verskillten Charakteren liegen. Aber ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, was wir jetzt heute in dieser Folge noch machen, ist ein wenig Blut saugen, ist unsere Punkte ein wenig herstellen, indem wir uns gütlich tun an diesen Kriegern. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal eben kurz zurück ins Schloss, skillen unsere Charaktere, speichern mithilfe der normalen Seelen, die wir bekommen haben. Und dann war es das für heute, für die Comeback-Folge. Ich hätte euch gerne ein bisschen mehr Story serviert. Fürchte ich aber leider, da werden wir heute nicht zu kommen. Da werden wir vielleicht auch erst nächste Folge zu kommen. Natürlich logisch, wenn wir diese Folge nicht mehr dazu kommen, kommen wir nächste Folge dazu. Aber ich glaube, ich werde zwischendurch einfach mal leveln. Ich werde mich einfach mal auf Level 22 oder 23 bringen, mir vielleicht neue Rüstungen holen. Walner zum Beispiel jetzt auf Level 21, das hilft, um einfach diese Encounter mal abzuschließen, um irgendwie, weiß ich nicht, kompetitiv gegenüber den Gegnern zu sein. So viel von meinem Rumgejammer heute. Genau. Was natürlich jetzt auch spannend ist, mit dieser Fledermaus, mit Hilfe dieser Fledermaus werde ich es wahrscheinlich schaffen, hoffentlich schaffen, das Magierzimmer zu finden. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen so eine Wildcard ist, finde ich mich heute in Askas Schloss zurecht oder nicht? Man weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie oben links, also in meiner Theorie, müsste es hier sein. Ha, toll. Da jetzt irgendwie auch mal zurückzureisen, wird die nächste große Herausforderung. Aber wir kümmern uns noch so ein bisschen um das Skillen, indem wir uns die unterschiedlichen Skills mal anschauen. Ich glaube, alle 5 Level kann man sich hier einen Skill aussuchen. Walner ist jetzt auf Magie Level 5, kann also Licht- oder Schattenmagie auswählen. Alle Gegner werden vom bösen Omen getroffen. Chance auf Verflucht 70%, Grundschaden 20%. Oder auf einen Gegner eine Lichtkugel werfen. Grundschaden 45%. Ich glaube, ich hätte eher blind und den Grundschaden von 45%. Lichtkugel erlernt, sehr gut. Askar, Magie Level 5. Da haben wir Eismagie, Eisregen, Grundschaden 41%, Chance auf Lähmung 30% und alle Gegner werden getroffen, das ist schon recht fett. Schneller Tod, ein Gegner wird getroffen, Blutkosten 24% oder Böses Oben, alle Gegner werden getroffen, Chance auf Verflucht, das war das, was Walner gerade hatte. Ich nehme den Eisregen. Das ist ein Skill, der alle Gegner trifft. Askar scheint mir nicht der Magier vor dem Herrn zu sein. Auch, aber naja. Elaine. Sie hat Feuermagie, Heilung Tod, auch sie hat den schnellen Tod und Erstummen. Chance auf Stumm 90%, alle Gegner werden getroffen. Ich nehme die. Hier wird ein Gegner getroffen mit einem Grundschaden von 60%, also ein sehr starker Angriffszauber. Ich nehme einfach mal Explosion. Ich habe aufgegeben in diesem Spiel, irgendwie sinnvoll zu skillen. So. Jetzt. Menü. Seelen. Ich habe 46 normale Seelen gesammelt und nehme jetzt diese 46 normalen Seelen fürs Speichern. Das war's für heute. In der nächsten Folge, die hoffentlich nicht wieder 10 Monate auf sich warten lässt, geht es dann weiter. Dann hoffentlich mit einem neuen Level ausgestattet, mit einem besseren Level ausgestattet und mit neuer, adäquater Ausrüstung tackeln wir dann endlich die Gruft und verfolgen Eisschloss Spur.
Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.